Thüringer Fußballfreunde. Ich bin Philipp Portwig, Co-Trainer der U17 und hatte heute bei dem Turnier die sportliche Leitung. Wir haben dreimal gewonnen und im Viertelfinale verloren, was dann letztlich ausschlaggebend war dafür, dass wir ausgeschieden sind. Die Vorrunde lief eigentlich anfangs optimal mit einem super Start, mit dem gewonnenen Spiel, dann im zweiten Spiel auch wieder gegen Heiligenstadt. Auch wieder als Team gut überzeugt, haben gewonnen und das letzte Spiel gegen Darmstadt nach 1 Rückstand trotzdem noch gedreht und ich glaube auch 5 oder 6-1 gewonnen. Und persönlich, ja, ich wollte mein Bestes geben, dem Team helfen. Hat im zweiten Spiel dann leider nicht so ganz so gut geklappt. Hab dann auch von der sportlichen Leitung ein bisschen Dampf bekommen, aber im letzten Spiel, denke ich, habe ich das wieder kompensiert und das ist in Ordnung. Und dann im Viertelfinale, ja, unglücklich ausgeschieden. Ich denke, wir hätten das spielerisch locker gewinnen können. Viele individuelle Fehler haben dann zu Gegentoren geführt und das hat dann das Turnier ausscheiden bedeutet. Die Vorrunde haben wir klar dominiert. Wir hatten alle drei Gegner, also mal abgesehen von Concordia Hamburg, die ja nicht angetreten sind, haben wir dominiert, haben wir klar besiegt. Und das entscheidende Spiel dann, wie gesagt, im Viertelfinale, ja, ist dann durch dumme Fehler auch mehr. Und dadurch, dass wir hinten zu offen standen, unglücklich verloren gegangen. Die beiden Göttinger Mannschaften, also wir und die U16, die U16 und die U17, sind beide jetzt raus. Die U16 schon in der Vorrunde und wir jetzt im Viertelfinale. Turnierfavorit ist schwer zu sagen. Ich denke, das machen Braunschweig und Osnabrück unter sich aus, weil man hat in der Vorrunde gesehen, dass die spielerisch einfach die Klasse haben und ich denke, die werden das machen.